Moin Moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Heute wieder mit einem Dutch Oven Rezept. Wir machen Omas Schmorkohltopf. Ist so ein bisschen norddeutsches Schmuddelwetter hier bei uns. Es regnet so nasskalt und so ein richtiger Kohl. Ja, in so einem One-Pot-Rezept ist da vielleicht genau das Richtige. Ich habe Bock drauf. Ich zeige euch die wenigen Zutaten, die wir brauchen und dann fangen wir auch schon an. Unser Schmorkohltopf braucht tatsächlich nur relativ wenige Zutaten. Versteht das bitte so ein bisschen als Basic-Rezept. Wenn ihr noch Ideen habt, was man mit rein kann, zum Beispiel noch Mettenden oder wie auch immer, macht das gerne. Immer nur so ein grober Anhalt, die Rezepte, die wir euch so an die Hand geben. Und schreibt uns gerne in die Kommentare rein, was ihr noch da so ein bisschen verändert habt. Also das Rezept, was ich euch jetzt zeige, könnt ihr auf jeden Fall so machen. Nicht nur draußen, wie wir das machen. Wenn ihr keinen draußen habt, macht ihr das drinnen in der Küche. Bietet sich übrigens ein Schnellkochtopf sehr gut für an. Aber wir machen es natürlich draußen und Zutaten brauchen wir folgende. Ihr seht schon, dass das sehr übersichtlich ist. Wir haben hier einmal den Weißkohl, den ich dafür benötige. Ich habe den mal gewogen, jetzt so wie er ohne Blätter ist, komplett mit dem Strunk noch, sind so 2,2 Kilo, nur so als Anhalt. Ich habe 1,2 Kilo gemischtes Hack, 1 Kilo Kartoffeln, dann habe ich hier einen Pfeffer, das ist jetzt ein Telly Cherry, könnt ihr jeden Pfeffer nehmen, den ihr da habt, ein bisschen Salz, Muskat brauchen wir. Dann habe ich hier Kümmel, Teelöffel anderthalb, könnt ihr auch weniger nehmen, wenn ihr das wollt, oder könnt ihr, auch wenn ihr den groben nicht wollt, nehmt ihr einfach diesen gemahlenen. Ja, weglassen würde ich ihn jetzt nicht, weil da kriegt man was von, das will keiner haben. Dann habe ich 600 Gramm Kassler, ein bisschen Butterschmalz, ja, dann haben wir hier schon ein paar Kochutensilien. Und wir machen das Ganze im Barbecue Toro DO9, weil wir die Höhe natürlich brauchen, weil der Kohl natürlich anfangs noch sehr voluminös ist und vorne zusammenfällt. Der ist gut geeignet. Und als allererstes, bevor wir irgendwas machen, stellen wir den an. Geben wir ein bisschen Butterschmalz schon mal rein, das kann schon mal auflösen, erhitzen. In der Zeit schnappen wir uns unser Messer und schneiden unser Kassler klein. Und zwar schneide ich das so in, ja, knapp Zentimeter dick, würde ich sagen. Naja, oder vielleicht so ein Zentimeter dick. So kleine Würfel. Das ist in Ordnung. Da ist es schon heiß, sehe ich gerade. Von daher kann das gemischte Hack rein. So, das verteilen wir jetzt einmal. Lassen wir es schön anbraten, bevor wir es weiter verrühren, damit es eine schöne Kruste kriegt auf der einen Seite. Ihr seht, das ist eine Menge Fleisch. Wenn ihr das ein bisschen veganer haben wollt, dann nehmt ihr vielleicht nur die Hälfte. Die Mengenangaben sind wie immer unten in der Videobeschreibung. Habe ich euch alles reingeschrieben, was wir so genommen haben. Aber es ist wirklich sehr fleischlastig, aber das gefällt mir auch ganz gut bei so einem One-Pot-Gericht. Das soll nicht nur Kohl sein, das soll ein richtiger Topf werden. Oh. Genau, rühren wir es mal um. Hier ist schon schön dunkel geworden, genauso soll es sein. So, wenn es so aussieht hier. Geben wir ein bisschen Pfeffer dazu, pfeffern das Ganze. Auch ein bisschen Salz, mit dem Salz sind wir ein bisschen vorsichtiger. Können wir eher noch was nachwürzen. Wir haben ja noch die Brühe, die reinkommt, die ich vergessen habe euch vorzustellen. Einen halben Liter Gemüsebrühe brauchen wir noch. Und ja, Kassler hat natürlich auch eine Menge Salz. Aber Pfeffer kann es halt noch vertragen. Und ein bisschen Salz auch. Kommt unser Kassler mit da rein. Ja, eine Minute haben wir es jetzt gebraten. Flüssigkeit ist weitestgehend raus. Das sieht sehr gut aus. So, und so kommt es jetzt erstmal wieder aus dem Topf raus. Den brauchen wir nämlich jetzt für unseren Kohl. Und Kohl war das Stichwort. Um den kümmern wir uns jetzt. Unseren Weißkohl müssen wir kleinschneiden, gibt es mehrere Möglichkeiten für. Ich schneide das hier immer so am Strunk runter. Könnt ihr noch erst vierteln und dann den Strunk rausschneiden. Wie ihr das wollt, im Endeffekt spielt das keine Rolle. Der Strunk muss raus und der Weißkohl muss klein. So, dann nehmen wir uns diese Stücke hier, schneiden die so möglichst dünn und dann lang runter. Ich mag sie gerne etwas dünner, wenn ihr sie gerne ein bisschen dicker haben wollt, macht ihr sie dicker. Wie ihr wollt, hoffentlich kriegen wir alle rein in unseren Topf. Ja, den Kohl haben wir klein geschnitten jetzt. Und jetzt sehen wir uns am Dutch Oven wieder, Butterschmalz rein. Und dann werden wir erstmal schön den Kohl ein bisschen einreduzieren müssen, denn das ist echt ein ganzer Haufen geworden. Der fällt aber gleich ein. So, ein bisschen Kohl rein. Vielleicht gibt man nur ein bisschen rein. Mal gucken, ob wir da mal ein, zwei Röstaromen rangezaubert kriegen hier. Das wird der Sache nicht schaden. Dann geben wir den Rest dann dazu. Der Kohl hat nach ein paar Minuten hier so ein paar
braune Spitzen bekommen. Das soll mir so auch genügen, wollen wir keine Wissenschaft draus machen. Jetzt geben wir den restlichen Kohl dazu. Ja, ah, das passt hervorragend. Also ein 2-Kilo-Kopf könnt ihr ruhig nehmen, wenn ihr mit dem Neuner arbeitet. Und dann kann eigentlich gleich Pfeffer rein. Salz auf jeden Fall nochmal mit rein. Muskat und der Kümmel. Bisschen Muskat kann da ruhig ran. Macht da nicht zu viel ran. Kann sehr dominant werden, aber ja, ich denke, so ist es okay. So, mal schöne Bewegung halten. Der soll jetzt einfallen. Dazu können wir auch schon die Brühe dazu geben. Halber Liter, hatte ich gesagt, Gemüsebrühe. Und dann lassen wir das Ganze mal so na, 15 Minuten, 20 Minuten vor sich hin köcheln. Mal den Deckel drauf. Und dann sehen wir uns hier wieder, wenn der ein bisschen eingefallen ist. Und dann geht es weiter mit dem Fleisch. So sieht das jetzt gut aus. Und da kommt jetzt das Fleisch wieder dazu. Und jawohl, ich denke, das Verhältnis Kohlfleisch passt. Werden wir nachher richtig sehen, wenn wir am Ziel sind. Das wird jetzt ordentlich verrührt und dann sehen wir uns gleich am Grill wieder. Bei uns geht es nämlich am Grill weiter. Wenn ihr das Gericht im Dutch Oven nachmacht und ihr macht es auf Kohlen, dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo ihr auch Oberhitze braucht und wo ihr von unten Kohlen wegnehmt und legt sie nach oben. Müsst da gucken, wie viel ihr da nehmen wollt oder wie das Gericht das ab kann. Ich kann euch da wie immer keine Kohlenanzahl sagen, weil ich nicht weiß, mit welchem Dutch Oven ihr arbeitet, mit welchen Kohlen ihr arbeitet, wie eure Witterungsbedingungen sind. Geht einfach nicht. Es gibt Kohlen, die sind so groß, es gibt Kohlen, die sind so lang und ja. Ihr kriegt das hin, da bin ich ganz fest von überzeugt. Wir machen das auf dem Grill, indirekte Hitze. Wenn ihr das jetzt in der Küche im Topf macht, Deckel drauf, es geht auch ohne, aber ist schon ja, mit Rundumhitze einfach ein bisschen besser. Den stellen wir drauf, dann haben wir 2 Stunden Ruhe, nee, haben wir nicht ganz. Die Kartoffeln haben wir ja noch, die werden wir gleich klein schneiden. Auch so etwas so groß wie das Kassler, zeige ich euch gleich. Und die kommen dann nach 1,5 Stunden dazu. Unser Dutch Oven kommt jetzt auf den Grill, 180 Grad habe ich ihn eingeregelt, indirekte Hitze. Und dann schneiden wir Kartoffeln klein und sehen uns dann wieder, wenn wir die Kartoffeln reingehen. Kartoffeln schneiden wir einmal so durch, einmal so. Ihr seht hier schon vorne, habe ich schon eine geschnitten. Und dann schneiden wir sie dünn runter. Nach 1,5 Stunden kommen die dann dazu. Dann sehen wir uns hier wieder so lange. Ja, machen wir Pause, räumen ein bisschen was weg. So, 1,5 Stunden sind jetzt um. Hier pfeift der Wind ganz schön, der Dampf ganz schön raus. Seht ihr das? Ich habe zwischenzeitlich öfter umgerührt, habe auch 1 Liter Wasser nachgekippt. Jetzt schauen wir mal zusammen rein. Ja, der Liter war bitter nötig. Ja, oh, da zieht ein Duft hoch. Das war eben schon, als ich aus dem Haus gegangen bin, der ganze Garten duftet nach diesem Kohl. Einfach genial. Ja, den werden wir jetzt abschmecken. Und dann geben wir die Kartoffeln mit rein. Wasser? Nee, Wasser lassen wir erstmal so. Einmal abschmecken, nochmal nachwürzen und dann geben die Kartoffeln mit dazu. Ja, ich habe es eben nachgewürzt nochmal mit Pfeffer und Salz. Muskat war genügend drin. An sich war es gut. Vom Salz her, nur die Kartoffeln nehmen jetzt natürlich nochmal ein bisschen was auf. Das ist klar, die klauen sich was von dem Salz. Deswegen habe ich ja, die Grenze vom Salz nach oben geschraubt, jetzt nochmal ein paar Umdrehungen reingemacht. Zur Not würzen wir es nachher nochmal nach. So, die werden untergerührt jetzt. Dann geben wir dem Ganzen noch 1/2 Stunde. Mal gucken, vielleicht kippe ich noch ein bisschen Wasser nach. Na, mal schauen. Informiere ich euch drüber, wenn ich das gemacht habe. Ansonsten kommt der Deckel drauf und wir sehen uns hier in 1/2 Stunde wieder. Eine weitere 1/2 Stunde später sollten die Kartoffeln jetzt durch sein. Krass, sieht auf jeden Fall wieder gut aus. So, ich pick mir mal hier eine von den Kartoffeln raus. Probier die mal. Jawohl. Die Kartoffeln sind auch durch. Gebt den Deckel wieder drauf. Grill kommt aus. Der Topf kommt jetzt von der Flamme. Und jetzt müssen wir 1/2 Stunde ganz tapfer sein. Wir lassen ihn nämlich jetzt 1/2 Stunde nochmal ziehen. Nehmen ihn runter vom Grill. Können sich die Aromen nochmal schön verteilen. Runter. Oh, Junge. 1/2 Stunde lassen wir den Topf nochmal stehen. Da müssen wir keine Angst haben, dass der uns auskühlt. Der ist so heiß jetzt. Der wäre wahrscheinlich auch noch in 2 Stunden heiß. Da geht keine Wärme verloren. Ja, dann kann sich das nochmal so ein bisschen verbinden miteinander vom Geschmack her. Und dann sehen wir uns hier zum Probieren wieder. Die 1/2 Stunde haben wir auch wieder rum. Oh,
schlägt mir glatt die Brille. Oh, hervorragend. Kelle brauchen wir gar nicht. Hat eine schöne Konsistenz gekriegt so. Schaut mal. Oma Schmorkeltopf, da ist er fertig. Ja, mit einer Gabel wahrscheinlich falsch bewaffnet. Löffel wäre vielleicht die richtige Geschichte. Gabel, na gut, tut's dann aber auch. Oh. Junge, sind diese Kohlgerichte genial. Mega, mega lecker. Klar, ist eine ganz einfache Geschichte. Habt ihr gesehen, auch von den Zutaten, total einfach. Aber da kommt richtig was bei raus. Und gerade bei diesem Schiedwetter, was wir haben, dieses nasskalte, oh, ist das richtig, echt gut. Ich finde das Fleisch, Kohlverhältnis richtig klasse. Könnt ihr mal schauen, habt ihr vielleicht im Topf auch schon gesehen. Passt ganz gut. Bekommt eine absolute Nachmachempfehlung. Auch nach einer halben Stunde ziehen. Ist immer noch relativ heiß. Ja, macht das gerne mal nach. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bleibt sportlich. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Echt.